Leute, und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, heute stehe ich hier alleine. Der Weezen, dem habe ich mal freigegeben nach seinen letzten Erfahrungen beim Dreh mit der Deutschen Welle. Ja, von daher mache ich heute das Showcase hier für euch alleine. Und wir haben uns als nächstes ein Showcase gemacht, wo wir dachten, das sollten wir noch tun, bevor das Schiff dann tatsächlich in den Hangar kommt. Heute geht es um die Starfarer, und zwar in ihren beiden Varianten. Einmal die Misk Starfarer und einmal die umgebaute Variante von Aegis, die Gemini Variante. Was ist die Starfarer an sich? Die Starfarer ist auf jeden Fall das größte bisher bekannte Tankschiff aus Star Citizen. Es ist aber nicht nur das, es ist auch noch eine Tankstelle tatsächlich. Es kann nämlich selber auch noch Schiffe betanken. Und es ist ein sehr, sehr großes Schiff. Das heißt, wir haben ein neues Schiff von 90 Meter Länge hier. Tatsächlich, auch wenn sie jetzt Hangar-ready wird, dann das größte Schiff, was bisher bei uns in den Hangar steht. Und diese werden übrigens jetzt auch gerade für die Starfarer vergrößert. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall einiges zu sehen bekommen, wenn wir da drin sind. Sie soll nämlich sehr geräumig auch gestaltet sein von innen. Und was sie sonst noch für Features hat, das gucken wir uns jetzt in der Kategorie Features nämlich gemeinsam an. Wir haben tatsächlich also zwei unterschiedliche Varianten. Wir haben einmal die Misk Starfarer auf den wirtschaftlichen Gebrauch ausgelegt. Das hat ein effizientes Schiff, ein Cargo-Schiff, was tatsächlich nicht nur tatsächlich feste Materialien transportieren kann, sondern eben auch Flüssigkeiten. Und das kann natürlich Treibstoff sein, das können aber auch andere Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Öle oder bestimmte Arten von Gasen oder ähnlichem sein, die in diese Tanks passen. Ja, es gab sogar schon ein paar Ideen aus der Community, das zu einem großen Biertransporter zu machen oder auch den großen Fischhandel damit zu eröffnen und tatsächlich das als Fischtanks zu benutzen. Wie gesagt, da sind viele, viele Möglichkeiten drin. Das zu der Misk Starfarer an sich. Die Gemini-Variante von Aegis umgebaut ist tatsächlich eine andere, hat einen anderen Zweck. Da geht es eher um die Kampftauglichkeit des Schiffes. Das heißt, hier ist die Ladekapazität etwas verringert. Da komme ich auch gleich nochmal auf die genauen Zahlen. Aber sie ist dafür besser gepanzert, sie soll dafür stärkere Schilde haben, sie soll wehrhafter sein und noch einige zusätzliche Funktionen an sich. Aber grundsätzlich kann man am Starfarer-Modell sehen, das Schiff ist ausgelegt auf eine relativ kleine Besatzung, wurde auch so besprochen. Da kommen wir in den Fragen nochmal drauf. Es ist auch relativ modular, das heißt, man wird innen einige Räume austauschen können. Und was man vor allem austauschen kann, sind die Tanks. Das heißt, man kann auch bei der normalen Starfarer-Variante die Tanks komplett wegnehmen, stattdessen ja einfach Cargo-Pots oder ähnliches einziehen, das heißt Container zum Beispiel, und damit die Ladekapazität erhöhen. Wir haben also hier auch wieder ein sehr modulares Schiff, wobei man dazu eben sagen muss, dass eigentlich der Zweck relativ klar ist. Der Zweck ist also hier vor allem eben die Unterstützung zu machen, nicht nur bei der Starfarer an sich eben durch Betankung, sondern tatsächlich auch durch Raffinieren von Treibstoff selbst. Das heißt, wir haben in der Starfarer-Basisvariante die Möglichkeit, zu einem Gasplaneten zu fliegen, selbst zu looten, das heißt auch selber das jeweilige Gas als Grundtreibstoff aufzunehmen, das dann zu veredeln und damit andere Schiffe zu betanken. Das heißt, wir können uns nicht nur selbst betanken, sondern können das auch mit anderen Schiffen machen, und wenn man das natürlich im Sinne eines Auftrages macht, dann gegen die entsprechende Belohnung. Bei der Gemini-Variante von Aegis überarbeitet ist es tatsächlich nicht ganz so. Da verliert man nämlich durch die bessere Kampftauglichkeit auf jeden Fall die Möglichkeit, selbst zu raffinieren. Das heißt, hier haben wir wirklich nur ein Schiff, was für den Transport und für die Betankung von anderen Schiffen, in dem Fall vermutlich eher Kriegsschiffen und Jägern, gedacht ist. Weiterhin haben wir aber auch zusätzliche Möglichkeiten. Das heißt, es soll ein Minenleger dabei sein. Das heißt, die Option, auch Minen zu legen. Damit auch das erste Schiff, was als solches tatsächlich bekannt ist, was das kann. Außerdem soll es eine stärkere Panzerung, stärkere Schilde, wie wir schon gesagt haben. Es soll außerdem ein größeres Powerplant mit sich bringen, um mehr Energieversorgung zu haben für die unter anderem größeren Waffen, die an den Türmen montiert sind. Raketen sollen auch dabei sein, das heißt, die Gemini, man merkt es schon, ist tatsächlich für den eher kriegerischen Gebrauch gedacht. Dahingegen hat die Starfarer-Basis-Variante wohl eine etwas höhere Manövrierfähigkeit, es könnte etwas schneller sein in ihrer Art und, wie gesagt, den Laderaumvorteil. Und da kommen wir nochmal zu den genauen Zahlen. Die Misk-Starfarer-Basis-Variante hat ein Ladevolumen von 3321 SCU, wohingegen die Gemini-Variante etwas weniger hat, nämlich 2488 SCU. Im Vergleich dazu übrigens eine Hull-C hat eine Ladekapazität von 4608 SCU, das heißt ein Stückchen mehr, auch als die Starfarer-Basis-Variante, als reines Containerschiff. Dafür ist eben, wie gesagt, die bisherige Starfarer das einzige Schiff, was bekannt ist, was auf jeden Fall darauf ausgelegt ist, Flüssigkeiten und Gase zu transportieren. Ja, und schlussendlich kommen wir zu den Fragen, die sich jetzt bei diesem Konzept von dem Schiff noch stellen. Unsere letzte Kategorie hier, da kann man also sagen,
Im Q&A wurde die Starfarer besprochen als ein Schiff, was sehr wenig Crew braucht und was vielleicht sogar als Singleplayer möglich zu fliegen ist. Man kann sich also die Frage stellen, wie viel Crew werde ich wirklich für den effektiven Betrieb brauchen, wie viele davon sollten wirklich Spieler sein, um auch die NPCs zu überwachen, und wie viele von den eigentlichen Spielern kann ich tatsächlich, von den NPCs soll ich einstellen, geht das vielleicht auch tatsächlich ohne jemand anderes dabei. Man sollte allerdings dazu wissen, dass die Betankung nicht vollautomatisiert funktionieren wird. Das wird eine Art Game sein, Minigame vielleicht. In jedem Fall wird man das im EVA machen müssen. Das heißt, man wird aus dem Schiff raus müssen. Von daher kann man sehr schon spekulieren, dass man zumindest zu zweit sein sollte, wenn man aktiv viele Schiffe betanken will. Das sind also das eine der offenen Fragen. Wir gehen weiter zu einer nächsten. Und zwar wird es vielleicht auch möglich sein, eine Starfarer komplett mit NPCs auszustatten, für den jeweiligen Job eingekauft, die dann sozusagen als eigene Tankstellen im All fungieren, dort stehen bleiben, stationär bleiben und eben dafür den Besitzer mit den Umsätzen beliefern und das quasi automatisiert passiert. Könnte ein interessantes Geschäftsmodell sein, muss sich klären lassen, ob das überhaupt möglich ist von der Komplexität der Mechaniken her. Außerdem ist noch die Frage, ob die Starfarer, wenn sie denn dann angegriffen wird, in ihrer Art schnell genug ist, gut genug gepanzert ist, um auch effektiv wegzukommen, also sozusagen dem Kampf aus dem Weg zu gehen. Das ist bei der großen Masse des Schiffes noch sehr, sehr fraglich. Und schluss und letztendlich kann man auch noch sich die Frage stellen, was genau die Aufgabe der Gemini sein wird. Also wie kampftauglich ist sie wirklich? Wie viel hält sie aus? Das kann uns dann alles nur das Spiel erzählen. Und wie natürlich auch die ganze Fuel-Mechanik abläuft, das wird uns auch die Starfarer bringen. Denn laut CIG soll das mit implementiert werden ins Spiel, wenn die Starfarer dann kommt und Flight Ready wird. Und das wird also dann ein großer Tag, weil wir damit vermutlich eine weitere neue Spielmechanik enthalten. Ja, das war also auf jeden Fall unser Showcase zur Starfarer. Sie soll jetzt demnächst Hangar Ready werden. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Dementsprechend freue ich mich natürlich über euer Feedback zu dieser Episode. Und wenn sie dann im Hangar ist und ihr sie sich euch besehen könnt, wie viele unserer Spekulationen dann zutreffen und welche nicht, welche Fragen auch beantwortet konnten. Von daher abonniert unseren Channel, wenn ihr up to date bleiben wollt bei Star Citizen. Liked und disliked des Videos und teilt es mit euren Freunden, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr uns als Channel hier abonnieren und nicht nur abonnieren, sondern auch noch unterstützen wollt, dann schaut doch mal bei Patreon vorbei auf unserer Seite. Da haben wir etwas, was ihr uns direkt geben könnt als YouTube-Creator. Da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr euch da beteiligt. In diesem Sinne, wir sehen uns und ich bestelle herzliche Grüße und ein See you on the Flight Deck. Sawyer out.